Mayweather oder McGregor? Ich habe mich ein bisschen informiert, ich habe ein bisschen recherchiert. McGregor hat ungefähr Verdienst, Besitz etc. schätzungsweise laut einer Seite im Netz und meiner Schätzungsweise her 50 bis 150 Millionen US-Dollar. Eine gute Summe Geld, sagen wir so. Mayweather schätzungsweise ungefähr 400 bis 700 Millionen US-Dollar. Damit kann man sich auf jeden Fall was kaufen. Und viele Muslime haben sich bereitgestellt, aufzustehen, um diesen Kampf, wie man vielleicht sagt, den Kampf des Jahres, den Kampf des Jahrzehnts, vielleicht sogar den Kampf des Jahrhunderts anzuschauen. Vielleicht sind sie extra dafür aufgestanden oder sie waren die ganze Zeit dafür wach und wollten sich diesen Kampf anschauen. Und haben sich den Kampf mindestens eine halbe Stunde angeschaut. Aber ich frage mich, wie viele von unseren Geschwistern im Islam haben das Fajr-Gebet gebetet? Und wo sie wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinngemäß in einer Überlieferung sagte, dass die zwei freiwilligen Rakat, das Sunna-Gebet vor dem Fajr-Gebet, die Freiwilligen, besser sind als die Welt und was in ihr ist. Und wie gesagt, hier hat der Prophet Muhammad alaihi salatu wasalam über das freiwillige Gebet vor dem Fajr-Gebet geredet, vor dem Pflichtgebet geredet. Und wenn das freiwillige Gebet schon so einen Wert hat, wie ist es dann mit dem Pflichtgebet? Allahu Akbar, gigantisch, gigantisch gut. Und das Gebet, allein schon das freiwillige Gebet, kann ein Ticket für dich ins Paradies sein. Und wir wissen doch alle, das, was im Paradies ist, ist nicht wie hier. Niemand von uns hat bisher etwas Gleiches wie vom Paradies gesehen oder gehört oder kann sich annähernd vorstellen, wie schön das Paradies ist. Möge Allah uns allen das Paradies schenken. Allahumma amin. Liebe Geschwister im Islam, ihr habt euch bereitgestellt, den Kampf anzuschauen. Habt euch aber auch bereitgestellt, die zwei freiwilligen Rakat, das Sunna-Gebet, vor dem Fajr-Gebet zu beten und das Fajr-Gebet selbst. Und sie dauern keine 30, 40, 50 Minuten. 5 Minuten. 5 Minuten. Mehr nicht. Wallahi, jemand, der nichts, nichts am Materiellen besitzt, aber dafür betet, ist reicher als jemand, der quasi alles von dieser Welt an Materiellen besitzt, aber nicht betet. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Allahumma amin. Liebe Geschwister im Islam, ich liebe euch für Allah. Abonniert den Kanal für mehr, teilt das Video für mehr und bis dann, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum.